Moin, hallo, willkommen zurück zu Malta mit Porsche. Ich bin hier gerade ganz schnell auf dem Weg, hoffentlich zu Emily. Ja, da ist das Treffen. Oh, komm schon, wo ist Emily? Da wartet Emily schon. Emily, ich bin da. Ich bin da, Emily. Bisschen spät, aber tut mir leid. So. Spielen. Spielen beginnen. Hast du irgendwas Bestimmtes Lust? Ich komme einfach mit. Okay, dann lass uns eine Runde schaukeln gehen. Ich hätte mal ein bisschen Bock auf Schaukeln. So. Ja. Das hier mal probieren. Schaukeln. Okay, Runde 1. So Grundschaukeln. Wie ging das denn nochmal? Warum geht das so schwer? Oh, was? Synchronschaukeln. Synchronschaukeln. Komm schon. Das muss hinhauen. Runde 2. Okay. Ich habe zum Glück eine Minute Zeit, das synchron zu kriegen. Ja? Synchron? Hat es euch einen Spaß gemacht? Okay. Okay, dann lass uns, was machen wir jetzt als nächstes? Interagieren. Lass uns mal hier das probieren. Wippen. Ich habe keine Ahnung. Lass uns das mal probieren. Wippen. Oh. Sie will höher. Drücken und halten. Das funktioniert nicht gut. Okay. Komm schon. Oh. Okay. Ja, nochmal geschafft. Okay. Komm schon, das muss ich irgendwie hinkriegen. Hat es euch einen Spaß gemacht? Puh, Schwein gehabt. Wir sind den Punkt noch ein bisschen weiter gestiegen. Okay, dann lass uns weitermachen. Was können wir denn noch machen? Was gibt es denn für noch für Möglichkeiten? Ich bin gerade überfragt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten hier noch mal ein bisschen spielen. Eventuell. Bin mir nicht sicher. Das Problem ist, das ist nur so Spielen für Einzelne. Ich würde eigentlich gerne Spielen für zwei machen oder so. Hier, lass uns mal ein paar Darts machen. Lass mal probieren. Darf spielen, kostet nur einen Schuh, okay. Das muss ich gucken. Uäh. Das habe ich ja schon ein paar Mal geübt jetzt hier. Da bin ich ja eigentlich Meister drin. Das sollte ich also hinkriegen. Ich bin halt überlegen, das ist halt ein Schuh. So. Ich muss drei Schuhe noch verbraten. Und wäre gut, wenn wir das noch irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Wenn ich hier noch was kaufen könnte, wäre das natürlich toll, ne? Bin ich mir aber nicht so sicher. Ansonsten was essen vielleicht noch? Weiß ich jetzt nicht. Wäre vielleicht noch eine Idee. Gucken wir mal. So zum Abschluss. Gucken wir mal. So. Okay, Erfolg. Abzeichen. Oh, bist wirklich gut. Okay. Lass uns mal was essen gehen. Hey. Hey, May. Wollen wir was essen gehen? Essen, essen. Können wir hier was essen? Nee, essen gehen können wir gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten noch vielleicht... Wir haben noch drei Schuhe übrig. Wir haben es natürlich schon 21 Uhr jetzt, ne? Ist eigentlich schon ein bisschen spät. Ich bin noch zu spät da gewesen. Schaffen wir das noch unten zum Dingens? Das wäre natürlich cool, wenn wir das noch hinkriegen würden. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen.
in die Geister-Dingsbumsi. Da wollte ich ja letztes Mal rein, aber das hat ja nicht geklappt. Das wollte ich mit Merlin machen, aber das war wohl nicht das gelbe Mal. Da habe ich es total vergurkt. Ich weiß leider nicht, was man sonst noch machen kann. Da habe ich leider gerade keinen Plan. Wippen konnte man und so, aber das wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Da ist ja irgendwann auch die Luft raus. Was essen wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. So, auf jeden Fall ist der Abend schon mal gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dass ich das noch gerade hinkriege hier. In die Spooky-Tastic, ja, wie soll man sagen? Höhle. Dagieren. Wegen des Flusses haben wir Siwa bisher nur selten sehen können, aber jetzt können wir ihn besuchen, so oft wir wollen. Okay, dann lass uns mal reingehen. Können wir da reingehen? Können wir da reingehen? Ich möchte gerne... Nee, gehen. Ich wollte eigentlich da reingehen, aber darf ich nicht, oder was? Muss ich hier hingehen? Hier hingehen? Haunted House? Nee, ich glaube, Haunted House dürfen wir nicht mehr. Ist schon zu spät, ne? Ach ja. Ja gut, Emily, dann... Spielzeit beenden. Lass uns noch ein Gruppenfoto machen. Vor der Höhle. Warte, müssen sie auch was zoomen? Okay, das speichern wir. Können wir noch was anderes machen? Andere Haltung vielleicht? Ja, so. So ist gut. Okay, speichern. Das soll reichen. Ich glaube, wir machen Spielzeit beenden, oder? Muss los? Okay, man sieht sich. Ich bin mit Emily Bennett. Ich hätte ja gerne noch mehr Punkte gesammelt, aber ich konnte jetzt hier leider nicht mehr spielen. Emily steckt jetzt gerade am Felsen fest. Und da ist Emily weg. Okay. Ist ja auch schon spät. Ich bin leider zu spät da gewesen. Das war alles ein bisschen Murks, aber naja. Wir haben es ja trotzdem noch irgendwie hingekriegt. Ich hoffe, ich habe ein paar Punkte gemacht. Bin mir nicht sicher. Wollte ich jetzt nicht gucken. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gespielt, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, ne? Ich weiß gar nicht warum. Weil es zu spät war vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne, mal schauen. Jetzt ist auch wieder extrem spät. Jetzt gehe ich mal schnell ins Bett. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Wer will denn das noch hier? Ah, ich guck mal gerade noch. Eine halbe Stunde habe ich noch. Ist das Sonia oder wer will noch was? Ne, Albert will noch was, glaube ich, ne? Sind die denn noch am Feiern oder was? Muss ich nochmal zurück. Irgendwer wollte da drin noch was. Ich habe mal nicht Higgins. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet vorhin. Wer will denn noch was? Albert will noch was. Hi, Albert. Ah, du bist es nur. Ich fühle mich heute nicht so gesellig. Um ehrlich zu sein, bin ich gerade in einer ziemlich schlechten Situation. Kann ich helfen? Ich bin gerade von einer Geschäftsreise nach Sandfeld zurückgekehrt. Während ich dort war, war ich in einem Café... jetzt habe ich erstmal umgehauen. War ich in einem Café, toller Wüstentee, süße Kellnerin, der perfekte Ort für mich, bis etwas Schreckliches geschah. Ich habe gehört, wie sich eins der Mädchen über meine Klamotten lustig gemacht hat. Das mag dich überraschen, aber mein Aussehen ist mir sehr wichtig. Ich versuche es nicht zu zeigen, aber meine Stimmung deswegen ziemlich mies. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht herausfinden könntest, was andere Leute in der Stadt über meinen Stil denken. Da ist Emily wieder. Das kann ich tun, soll ich fragen? Nein, nein, das ist nicht so. Das ist nicht notwendig. Ist egal, wenn du wen du fragst. Zwei zufällige Leute. Vielleicht Phyllis und Sonia. Natürlich durch Zufall zwei Phyllis und Sonia. Okay. Das ist überhaupt nicht zufällig. Okay, Sonia habe ich gesehen. Phyllis habe ich jetzt nicht gesehen. So ganz zufällig, die beiden. Macht er sich jetzt hier an alle Mädels dran? Sonia ist gar nicht mehr da. Die hat schon Feierabend gemacht, glaube ich. Ist die noch drinnen? Ich glaube, die haben alle Feierabend gemacht jetzt. Higgins! Hab ich genau gesehen. Jetzt juckt mir auch noch die Nase. Das gibt's doch nicht. Ja, die haben alle Feierabend gemacht. Ist auch schon spät, ne? Wir haben es ja schon nach 0 Uhr. Naja, gut. Kann ich noch ein Rezept von dir kriegen, Django? Ist eigentlich schon spät, aber gucken wir mal. Ein Rezept geht noch. Yeah! Was möchtest du heute lernen? Ich möchte Bambus-Papaya lernen. Weise Entscheidung. Bambus-Papaya, Ei, Salz. Alles da. Dankeschön. Bambus-Papaya mit Ei oben drauf. Mhm. Und Salz. So, Gale ist hier noch unterwegs. Dann, ja, Sonia ist schon pennen gegangen. Jetzt aber kann ich auch verstehen. Sonia und Phyllis, durch Zufall zwei Frauen, wollte ich fragen. Okay, so, jetzt machen wir auch wirklich Feierabend. Wir haben es echt schon 1 Uhr jetzt hier. Ich konnte zumindest das alles irgendwie unter einen Hut bringen. Was mich jetzt tierisch nervt, ist, dass ich, warte mal, wie viele CDs habe ich?
bitte sag mir, ich habe 8. Jo, ich habe 9. Sehr gut. Das heißt, ich stecke mir noch die CDs ein, bevor ich das vergesse. Forschung. Und dann brauche ich dringend, ich hoffe, das reicht, den Hochofen. Und wenn der jetzt noch den Dingens braucht, hier den, ich sag schon Dingens hier die ganze Zeit, wenn der jetzt noch den Generator braucht, dann drehe ich ja über am Rad. Wobei, eigentlich macht das Sinn. Aber, jetzt haben wir eigentlich Sonntag. Es wäre ja schön, wenn Merlin und Petra da wären, aber auf dem Sonntag glaube ich eher nicht. Auf dem Samstag vielleicht? Aber jetzt aber auch nicht mehr. Das Wetter ist auch gerade ein bisschen mies. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Kann ich denn sehen, wer hier gerade unterwegs ist und wer nicht? Da sind Sternchen. Nora möchte etwas und... Ach ja. Dr. Xu möchte auch etwas. Was wollte der denn noch? Wollte er schon wieder was von mir? Da muss ich noch eine Ladestation. Ich muss doch so viel bauen hier, das gibt's gar nicht. Jetzt mache ich hier schön eine Markierung, das will ich auch nicht. Ja, dann, So, Nia und Phyllis fangen, das kann ich machen. Ledergürtel geht gerade nicht. Das ist echt ein bisschen nervig, aber das ist ja ärgerlich. Wenn ich Montag frage... Hallo Albert. Ich mache den Auftrag für dich noch fertig, aber dazu muss ich erstmal... Nora will noch was. Hi, Nora. Wie sieht meine Uniform aus? Ich habe sie erst heute Morgen gereinigt. Brauchst du nicht irgendwas? Unterhalten? Mein Appetitproblem kann nur durch einen Aroma-Apfel gelöst werden. Habe ich sowas dabei? Aroma-Apfel? Warte mal. Jetzt müssen wir gerade mein schlaues Inventar gucken. Ein Aroma-Apfel. Jo, habe ich. Hier, Nora. Ich habe einen Aroma-Apfel für dich. Bitteschön. Genau darauf habe ich gehofft. Danke. Okay, so, die sind jetzt alle weg. Ja, da müsste ich eigentlich mal zu... Warum rennen hier eigentlich alle kurz durch die Gegend? Was ist denn los heute hier? Die Mädels in Reihe und Glied sind hier durch die Gegend. Poltern Molly, Polly und Dolly. Kann man sich eigentlich ganz einfach merken, indem man einen anderen Buchstaben vor die... So, ganz durch Zufall heißt du mir... Nein, dich doch nicht, Pinky. Ich muss mit Sunia reden. Hallihallo, was war das? Willst du über Albert tratschen? Hier bist du beim richtigen Mädchen. Albert ist wirklich kein schlecht aussehender Kerl, aber ihm fehlt die Eleganz eines Mannes wie Django. AG Bau scheint ein erfolgreiches Geschäft zu sein, also weiß ich nicht, warum Albert sich so normal anzieht. Okay, er sollte... Was? Jetzt habe ich nicht gelesen. Er sollte irgendwas machen. Okay, du findest also, man sollte seinen Status zeigen. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Ja gut, man sollte jetzt nicht in kaputten Klamotten rumrennen, wenn man schon ein bisschen Dinge hat. Das kann ich schon verstehen, aber... weiß ich nicht. Es kann ja nicht jeder so schnieke Sachen anziehen. Das passt einfach nicht. Und man fühlt sich da auch nicht wohl, wenn man das nicht gemacht hat. So, ich muss da zu Phyllis noch hin. Jetzt mache ich schon eine Markierung hin. Mann, was ist denn los hier heute? Ist schon wieder der Wurm drin in der Aufnahme. Da gucke ich mal. Ich werde mal zu Phyllis noch hochgehen. Ach, sie sind, glaube ich, in der Kirche, oder? Sonntag. Selbst Higgins geht da sogar hin. Okay, ich muss andere Sachen machen. Ich habe da keine Zeit für. Ich gehe da ab und zu hin, wenn ich da Aufträge habe. Jetzt überhole ich mal schnell alle. Mach's gut. Hi, Emily. Alice ist auch da. Hi, Alice. So, ich lasse dich da mal kurz reingehen. So, und dann muss ich mal ganz schnell Phyllis suchen. Da ist Phyllis. Hi, Phyllis. Phyllis, ich muss mit dir reden. Willst du wissen, was ich von Alberts Aussehen halte? Sicher, ich habe nichts gegen ein wenig Klatsch und Tratsch. Albert scheint sich gut zu pflegen, aber seine Mode ist nichts für mich. Die ist mir ein wenig zu extravagant. Entweder man zieht sich ruppig an, wie Alo, oder stilvoll wie Gast. Albert ist jemand, der gerne auf Nummer sicher geht. Okay, extravagant oder... Jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, was Dingens hatte. Extravagant. Ruppig wie Alo oder stilvoll wie Gast, okay. Ist Albert denn da? Nein, Albert ist nicht da. Ich muss wieder los. Mach's gut. Albert ist weggelaufen. Wo ist Albert hin? Wir sind alle brav in der Kirche. Ich muss gucken. Ah, Oma Sophie ist da unten. Gerade am Hühnchen füttern. So, ja, wo ist Albert? Jetzt habe ich leider nicht gelesen, was Sunia meinte. Das war jetzt doof. Ich dachte, dass ich einfach so mit Space nach unten gehen kann, aber Space macht leider das Ganze weg. Das war dann ein bisschen dumm.
muss die Taste mit dem Mausrad scrollen. Moment, zurück. Ist der nicht hier? Albert will auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, der ist bei sich bei AMG bauen, ne? Ruppig wie Alo oder ganz wie Gast. Da ist er. Okay, halber Albert. Keine von beiden ist zu beeindruckt. Was? Das sind schreckliche Neuigkeiten, aber ich schätze, die Kellnerin in Sandfels hat mir irgendwie einen Gefallen getan. Ein charmanter Junggeselle wie ich kann nicht herumlaufen, ohne zu wissen, was die Leute von ihm halten. Das ist wie ein Haus auf einem schlechten Fundament zu bauen und da weiß ich es zumindest besser. Aber danke, dass du für mich herumgerannt bist. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Mühen. Vielleicht sollte ich mal mit Carol reden. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich mit dir jetzt so viel interagieren muss. Warum du so viel... Ja, weiß ich nicht. Merkwürdig. So, ich guck mal gerade. Ich glaube, Merlin und Dings sind dabei. Ark ist auch kräftig dabei. Das Turnier ist auf eine gewisse Art und Weise auch... Irgendwie hat sie einen coolen Style, aber ich am Anfang, als ich sie getroffen habe, ich fand irgendwie, sie ist ein bisschen so hochnäsig, weiß ich nicht. Aber das könnte einfach nur, weiß ich nicht, an ihrer Art liegen. Das muss ja nichts Böses sein. Aber ich finde es doch etwas gewöhnungsbedürftig. Ansonsten vom Stil her mag ich sie. Ich finde es auch interessant, dass sie so am Posen ist, muss ich zugeben. So, bitte sag mir, die sind beide da. Und ich kann irgendwie... Petra ist da. Hi Petra, bist du am Arbeiten heute? Forschung. Hallo, hast du etwas Neues entdeckt? Ich brauche 20 Datendisks. Das sollten genug Datendisks sein, wenn du unsere Forschung allerdings vorantreiben willst. Geht leider nicht. Wenn ich mehr hätte, würde ich gerne machen. Mach's gut. Aber leider geht nicht. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, ihr seid doch am Arbeiten. Hätte ich das gestern gemacht, wäre das noch machbar gewesen. Aber naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. So, Dr. Xu wollte noch was? Nee, eigentlich wollte Dr. Xu... Was wollte Dr. Xu? Der hat Dr. Xu... Was wolltest du? Du wolltest irgendwas. Mein Appetitproblem kann nur durch eine Bestellung Pilzeintopf mit Fleisch gelöst werden. Habe ich nicht. Mach's gut. Pilzeintopf, warum kann ich jetzt für alle kochen? Weil ich jetzt so viel kochen kann oder wie oder was? Ich bin verwirrt. Warum habe ich eigentlich nur so viele Pfeile hier in alle Himmelsrichtungen? Weil ich hier unten noch irgendwas machen kann. Ingalsmine ist noch irgendwas. Töfterfaltstelle. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, würde mich mal interessieren. Das ist hinter den Wow-Werken. Wie komme ich denn da bitte schön hin? Kann ich da einfach so hinlaufen? Da bin ich noch überfragt. Ich weiß es nicht. Egal. Ja, dann räume ich den Kram jetzt weg. Im Moment hatte ich Aluminium schon, weil Aluminium, das sieht mir neu aus. Aluminium-Erz. Erzeugung von Aluminiumbarren verhütet... Was? Erzeugung von Aluminiumbarren verhütet werden kann. Was? Metallerz, das zur Erzeugung von Aluminiumbarren verhütet werden kann. Ach, muss man auch komplett lesen, dann kann man das auch verstehen. Verhütet oder verhütet? Ich weiß es gar nicht. Verhütet eigentlich, ne? Weil das Doppel-T wird verkürzt gesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Warum kann man eigentlich die eigene Sprache so schlecht? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. So, werde ich wahrscheinlich viel mehr lesen sollen damals, wa? Aber naja. So, jetzt muss ich den ganzen Kram hier noch wegräumen. Ein bisschen. Das ist ja wieder. Benzin ist aufgebraucht. Habe ich denn noch Benzin hier? Ja, habe ich eigentlich noch. Laufen die denn jetzt noch? Oder? Ja, 11 Bahnen sind hier noch am Start. Okay, Kohle habe ich wieder am Start. Dann hauen wir gleich wieder Carbonstahl raus. 35. Wow. Auftanken. Oder brauche ich irgendwas anderes? Jetzt will ich gerade überlegen. Bleibaren Zinkenlegierung. Ne, den Rest kann ich ja gar nicht machen. Oder soll ich erstmal Stopp machen? Ich guck mal gerade, was ich eigentlich noch brauche. Gucken wir mal in mein schlaues Büchlein. Carols Nähmaschine muss noch fertig werden. Das geht nicht wegen Dingens. Wasserturm und Aufladestation geht wahrscheinlich auch nicht. Interview habe ich noch gar nicht gemacht. Hätte ich eigentlich machen können, weil ich da oben war. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Und der Ledergürtel. Den würde ich unbedingt gerne fertig kriegen. Ich möchte gerne besser sein als Higgins. Warte mal, jetzt gucke ich mal auftragsmäßig in mein Handbuch. Nein, da. Und die Schmiede weiß ich noch nicht, wofür ich die gebrauchen kann. Bin ich nur überfragt. Vielleicht für Werkzeug, hätte ich jetzt gesagt, aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht brauche ich das auch für sowas hier. Für hartes Aluminium dann. Muss ich dann noch klopfen oder so. Das braucht hartes Aluminium, also kannst du das schon mal vergessen. Und das hier auch. Und Edelalu. Okay. Ich muss also definitiv Aluminium sammeln.
Und Magnesium habe ich auch noch nicht gesammelt. Krass, in der Wüstenruine. Okay. Das kommt jetzt dazu, weil das freigeschaltet wurde, denke ich mal. Das heißt, ich muss ganz gewieft wieder zurücklaufen und dann nochmal ein bisschen in die Mine klopfen. Na gut, machen wir das. Ich müsste eigentlich mal ein Pferd besorgen. Komm, kann ich mir den Pferd mal leihen für eine Woche oder so? Ich will da nicht so weit laufen. Da muss ich mal gerade rüber zu McD. Das kostet mir aber Geld. Habe ich Geld? Das ist auf mein Inventar. Joa, ein bisschen Geld habe ich. Okay. Dann muss ich mir noch ein Pferd leihen. Solange wie ich kein eigenes habe, muss ich mir noch ein Pferd leihen. Wobei, kann ich mir jetzt nicht ein Pferd kaufen, aber ich brauche ja was zu futtern dann für dich, ne? Kann ich bei dir eigentlich Futter kaufen? Das interessiert mich jetzt. Bei McD. Hi, McD. Ich kann. Ich kann Küken kaufen. Ne, was ist das? Eine Ente? Küken. Minischaf. Und, Kalb. Kälber habe ich schon zwei Stück. Was essen die denn? Ich würde mal gerne eins ausleihen. Kann ich mir nochmal McDs Stall? So, komm, 15.000. Für 10.000 könnte ich mir auch schon eins kaufen. Oder zur Miete. Ich mache das zur Miete. Reittier mieten. 500 für 7 Tage. Ja, bieten. Erfolg. Wird gemietet. So, komm mal mit. So, wir reiten eine Runde. Auf geht's. Müssen nämlich in die Wüste gehen. Ich hoffe, du bleibst dann da. Hui. Das geht viel, viel schneller. Ich muss mal zusehen. Zwei Pferde kann ich nur kaufen, okay. Ich würde gerne beide kaufen, muss ich zugeben. Dass ich, okay, es erholt sich wieder. Dass ich, ja, für die ganze Familie hätte ich jetzt beinahe gesagt, Spielspaß habe. Nein, dass ich, eine Stute und einen Hengst habe dann. Da muss ich mal schauen. Ich habe jetzt eine Woche ein Pferd. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann hier dann öfters nochmal hinreiten. Und dann die Aufgaben noch hoffentlich erledigen jetzt hier. Erst muss ich mal Aluminium besorgen. In der Wüste ist natürlich doof jetzt. Da kann ich dich hier gerade abladen. Abladen klingt auch so falsch. Ich lasse dich mal hier. Ne? Interagieren. Interagieren. Was mache ich jetzt? Steigen. Ne? Ja, bist ein Braver, ne? Du bleibst jetzt mal hier. Was mache ich jetzt? Zurück und dann interagieren und bleib. Du bleibst jetzt hier, ne? Unter dem Baum hier so ein bisschen. Okay, passt schon. Es haben schon 3 Uhr. Mann, Mann, Mann. Ich muss jetzt zack, zack, zack. Los. Los, los, los. So. Okay, ich muss jetzt hier noch ein bisschen was machen. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.